Entschuldige bitte, sorry. Und dann nicht für alle. Sorry. Moin. Moin. Der Verwirrte ist schon wieder draußen am Rumlaufen. Ich bin auch drin. Nee, da ist irgendein Nackter, der darauf steht, getasert zu werden und. Ja, wie gesagt, ich bin auch drin. Na dann. Elfer Leitstelle? Ich hab mich verlaufen. Das ist der Startpunkt. Das ist ja fantastisch. Tschüss. Punkt ist, die Blink kommt. Ende, komm. Wer macht das denn? Alter, wer schreibt denn den Short über den Long? Das hat in 1000 Jahren noch keiner gemacht, Alter. Wie soll man das denn wissen? Einfach an Leitstelle kommen. Leitstelle wird kommen. Ah, würde mich zu Dienstmeilen benötige Einteilung kommen. Na, checkst du mit Streife 5 kommen? Bestätigt, Ende. Moin. Ehre, moin. So, gut. Ach Mensch. Ja, ich hab auch mal Keller eingesperrt, aber egal. Ich war mal Keller eingesperrt mit der Frau. Können wir bitte einfach schnell wegfahren? Ganz schnell wegfahren, so geht das. Da wurde ich auch eingewiesen. Das ist Titus. Ich jetzt bitte nochmal auf Deutsch. Hab ich die Zigarette? Info im Shot, Parkplatz Qualte sind Fälle da. Hab die Zigarette. Wiederholen. Am Fälle dein Markt qualmt es. Der Herr, wenn ich nochmal gegen mein Auto pinkle, dann nehme ich sie fest. Wir hatten hier, also das war eine ganz komische Geschichte, wenn ich Ihnen das mal ganz kurz erklären darf. Ich bin, also diesen Sprinter, den habe ich mir ausgeliehen von einem sehr aufmerksamen jungen Mann. Und bin dann hier gerade um die Kurve gefahren und dieser weiße Sie müssen aufpassen, Sie sind gerade Polizei Moin. Am RTM. Unterbrechung. Also nochmal, erklären Sie mir mal kurz den Sachverhalt. Genau, also der Sprinter ist meine, ja? Und der weiße da hinten gehört dem jungen Mann. Ja, das ist hier meiner, ja. Das ist von diesem jungen Mann im weißen Hemd. Ich bin hier um die Kurve gefahren und das Ding stand da drüben an diesem Rolltor, was halt offen ist. Ich bin in dem Abstand. Der Herr im Bereich stand da, das ist so richtig. Ja, genau. Mein Bus, das Fahrzeug von dem jungen Mann. Das da hinten steht am Fahrzeug, ja. Ja. Haverland, hast abgesichert? Haverland, du hast abgesichert? Bin nur dabei, nur so kurz hat die andere Seite. Ich gebe eine Rückmeldung an Leitstelle. Verdammte Axt. Streib 1, Leitstelle hört sich. Oh ne, die sehen das auch. Ja, für Sie haben wir Informationen auf unserer Position. Verkehrsunfall, zwei beteiligte Personen benötigen einmal einen Abschlepper an unserer Position. Nein, das ist Titus. Ach man. Ich schade, nein. Geht ja richtig gut los. Ist gut. So verstanden, Streif 1, Alter. Zeigt mir nichts an hier, an irgendwelchen Lampen oder so. Ich denke mal, dass das okay ist. Das ist keine Motorlampe oder so, die aufleuchtet. An der Herr im Blau, dann einmal bitte nochmal zu mir kommen. Ja, ich komme sofort. Wir werden dann erstmal auf den Abschlepper warten. Frage erstmal für die 04 im Shortgun. Von beiden für Sie. Möchte irgendjemand Anzeige etc. erstatten wegen Sachbeschädigung oder wollen Sie das versuchen untereinander zu erklären? Oh nee, müssen wir nicht, oder? Das ist ja hier, das ist ja, also, nee, das ich glaube nicht, dass es mit Absicht war. Nee, definitiv nicht. Ja. Nee, möchte ich keine Anzeige. Also, das ist die 11 hier, ne? Was bin ich? Haben Sie noch irgendwas hinzuzufügen? Irgendwelche anderen Fragen? Nö, ich höre Ihnen nur, zur Qualitätssicherung zu. Alles gut. Wenn irgendwas ist, einfach dazwischen funken. Sowieso, Sie kennen mich noch nicht. Ich hoffe doch. Okay, gut, wie gesagt, dann warten wir jetzt erstmal auf den Abschlepper und schau einfach, was er dazu sagt. Okay. Wir können hier dann noch so lange im Absichern.
Nach Möglichkeit würde ich Sie sonst einmal bitten, wenn Sie sagen, der Sprinter ist noch so weit fahrtüchtig, auch einmal eben sonst darüber auf den Parkplatz zu fahren, weil dann können wir die Straße erstmal wieder freigeben für den Verkehr. Ja. Ich weiß, Sie wollen Sie noch zur Sicherheit einmal Fotos für die Versicherung machen, bevor wir das da machen? Ja, definitiv. Das ist ja eine Zigarette für den gnädigen Herrn, der ist die ganze Zeit am Rundfahren, weil er unbedingt eine Zigarette braucht. Da hängt ein Automat, kann er sich kaufen. Links daneben ist ein Geldautomat. Der ist nicht mal ein Problem. Ja, das stimmt natürlich. Das ist Titus, der kriegt von mir keine Zigarette. Ja, deswegen kann ich mich schon alle so, die sagen Titus, der würde Titus, du kommen. Kannst gleich mal wieder hinter der Absperrung gehen, sonst lege ich dir nämlich gleich die 8 an. Ich kann nur 7 zählen. Titus, Abflug. Wohin? Ich brauch Zigarette. Ja, da hinten ist ein Zigarettenautomat und ein ATM, direkt hinter Ihnen. Okay, dann überfalle ich die Tankstelle, wieder egal. Nein, Sie überfallen jetzt keine Tankstelle. Oh. Ansonsten komme ich mit und ich ziehe sie an Ihrer Windel da wieder raus. Nehme ich die als Geisel oder eine Spur? Titus, nein. Kannst du dir mal was anziehen? Was ist denn los mit dir? Ich hab kein Geld. Da ist so ein Automat dahin, dann hol dir Geld. Ich hab meine letzten 50 Euro für Alkohol ausgegeben. Wo kriegst du denn hier in der Hauptstadt Alkohol? Okay. Ach, ein Typ, der hat mir Alkohol gegeben. Ach so. Ich wollte gerade sagen, hier ist doch nicht mal eine Bar. Ich bin seit 3 Minuten, vor 3 Minuten aufgewacht. Ja. Und dann war ich gleich besoffen, weil mir so ein Typ Alkohol gegeben hat. Titus, geh arbeiten. Lauf zur Quelle, geh arbeiten. Dann kannst du dir auch Kippe kaufen. Du weißt genau, dass ich nicht arbeiten gehe. Ja, das ist aber doch nicht mein Problem, wenn du nicht arbeiten gehst. Ich stehe lieber den Geisel, den rechts vor mir, der ist echt gut. Der ist gut, aber nicht als Geisel. Der bleibt bei mir. Er ist eh herrschlich. Ist in Ordnung. Damit kommt er zurecht. Du hast dich echt verändert. Wieso hab ich mich? Kettenraucher, du, das ist meine, erst 30. oder so. Er gibt mir Zigarette, du hast ihn genug. Ich hab ihn noch, ja. Ja, wenn du mir keine Zigarette gibst, dann... Den nackten Menschen gebe ich keine... Nee, also solange du nicht mal was anderes kriegst, du keine Zigarette von mir. Ich sperre deine Frau in meinen Keller, wenn du mir keine gibst. Meine Frau ist in meinem Keller eingesperrt, mein Freund. Dann hol ich die halt raus. Da kommst du gar nicht rein. Du weißt doch gar nicht, wo ich wohne. Du bist gerade erst eingereist. Das will ich raus. Thomas weiß das bestimmt. Wer ist denn Thomas? Mein Bruder. Wo sie immer noch nicht wissen, wo der ist, wie sie vorhin schon sagten. Ja, finde ich doch raus. Ja, dann, Titus, viel Glück, ne? Ja, ich habe heute Glück gehabt. Ich bin schon echt dauergeil. Ich habe schon die erste Frau belästigt. geht das schon wieder los, Titus, ja? Ja, da war nicht schon mit Abschied. Und das ist jetzt auch wieder deine Freundin, ja? Ja. Ja, richtig. Aber ich finde noch raus, wie die heißt. Ach so. Du weißt doch gar nicht, wie deine Freundin heißt schon wieder, ja? Nein, ich war besoffen. Aber ich hab sie begrapscht. Wiederaufnahme? Das ist gut. Also das ist nicht gut, Titus. Ja, okay. Gut. Ich besorge mir das ein bisschen Kokain und überfalle eine Tankstelle und nehme den Typen rechts von mir als Geisel. Dann wirst du nicht machen. Da sehen wir nachher, wenn die erste Tankstelle überfällt. Geh arbeiten, Titus. Ich wünsche dir was, ne? Ja, okay, Homo.